So, herzlich willkommen bei Lumara. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute wieder was vorstellen darf und ich hoffe, dass Sie alle gesund und munter sind und möchte Ihnen mal die Vorteile unseres Kuppelsets erklären und wir möchten hier eine schöne Torte machen, aber zuerst nehmen wir mal die Kastenkuchenform her. Wir haben hier unsere Schnitte, wir haben hier unsere Kastenkuchenform und diese Kastenkuchenform können Sie natürlich vielseitig einsetzen und verwenden, indem Sie einfach hergehen, wenn wir jetzt ein Kuppelset machen, dass wir zwei Seitenteile einlegen. So. Und jetzt unseren Einsatz reingeben und unsere Folie. Es sind insgesamt fünf Teile. Es besteht aus fünf Teilen. Und hier können Sie jetzt schöne Kuppeln machen. Im pikanten Bereich, im süßen Bereich, in allen Variationen. Ich möchte Ihnen aber jetzt zuerst die Kastenkuchenform vorstellen, zusammen mit unserer Schnitte, mit unserer festen Schnitte. Und wir legen jetzt einfach unsere Kastenkuchenform. Wir haben natürlich hier unseren Lumara-Rost, unsere Folie drauf und setzen einfach hier unsere Kastenkuchenform ein. Und so haben Sie drei Abteilungen. Sie können jetzt hier drei Rührkuchen machen, Sie können drei Obstkuchen drin machen, Sie können hergehen und drei Brote. In allen Variationen ist sie sehr, sehr vielseitig. Ich nehme jetzt unsere Kastenkuchenform wieder raus und habe hier einen Brandteig vorbereitet. Und es sind 200 Gramm Brandteig. Für die Frauen, die unseren Brandteig schon kennen, wissen ja, dass wir hier im pikanten Bereich, im süßen Bereich und natürlich auch im Kochbereich unseren Brandteig sehr vielseitig einsetzen können. Und ich habe jetzt 200 Gramm aufgeschlagen und gebe das Ganze hier jetzt rein. Man kennt ja den Brandteig hauptsächlich auch von den Windbeuteln her, ja? Und, aber er ist ein sehr, sehr wertvoller Teig und Sie können hier vielseitig einfach damit arbeiten. Wir verstreichen jetzt hier unseren Brandteig mit unserer Winkelpalette einfach in diese Schnitte rein und dann geben wir die Kastenkuchenform ein, legen die ein, sodass wir drei Abteilungen haben. Wir legen jetzt unsere Kastenkuchenform ein in die Mitte und geben dann hier unsere Streusel drauf. Diese Streusel sind aus Mehl, Butter, Zucker, Knusperbiene und Zimt. So, und mit unserem Pinsel können wir das Ganze jetzt einfach verpinseln. Dann haben wir unsere Streusel gleichmäßig drauf auf unseren Teig. Und die Knusperbiene kommt ja demnächst im Sonderangebot und Sie können mit der Knusperbiene sehr, sehr vieles machen. So, das Ganze wäre jetzt fertig und kommt jetzt in den vorgeheizten heißen Ofen. So, unser Kuchen wäre jetzt fertig. Wir nehmen unseren Tortenbrett mit unserer Kuchenunterlage und ziehen das Ganze jetzt rüber. Und dann lösen wir die Folie einfach ab. Einfach ein bisschen nach oben und links und rechts anziehen und schon haben Sie das Ganze jetzt entfernt, die Folie entfernt. So, mit unserem Teigabstecher stechen wir jetzt das Ganze raus. So, ich nehme jetzt ein Teil her, was mein Deckel wird und drehe das Ganze jetzt einfach um. Wir nehmen das Ganze jetzt ab und nehmen unseren Schnittenteiler und teilen das Ganze jetzt ein. Wir teilen das Ganze jetzt mit unserem Schnittenteiler ein und schneiden das mit unserem Kuchenmesser jetzt raus. So, wir haben unsere Kastenkuchenform wieder rumgestellt unter unserem Boden, um unseren Boden und geben jetzt hier Zitronensahne drauf. Das ist Quark, Sahne und Kuchenzauber Zitrone. Schmeckt sehr säuerlich und schmeckt sehr gut, gerade für den Sommer frisch. Mit unserer kleinen Winkelpalette streichen wir jetzt die Sahne rein und füllen die ganze Torte.
Jetzt kommen noch ein paar Himbeerchen drauf. Und schon ist das Ganze dann gefüllt gleich. Das Ganze haben wir mit Himbeer belegt, geben jetzt noch ein bisschen Creme drauf und dann kommt unser Zwischenboden drauf. Wir nehmen jetzt unsere Edelstahllatte Hyde mit unserer Matte, legen das schön drauf und dann drehen wir das Ganze einfach rum. So, jetzt nehmen wir das Ganze vorsichtig ab und schon ist unser Törtchen fertig. Und jetzt nehmen wir das Ganze einfach raus. Sie können natürlich seitlich noch etwas ausgarnieren, verzieren oder einstreichen, aber normalerweise gehört sie so. Wir gehen jetzt ganz leicht mit unserem Dekorpuder noch drüber, sodass sie einen Touch von Weiß hat. Und fertig ist das Ganze. Jetzt legen wir das Ganze natürlich in unseren Servierprofi ein und Sie können so wunderschön das Ganze einfach servieren. Mit unserer Haube können Sie das Ganze sehr schön jetzt abdecken. So schaut jetzt unsere Zitronenflockentorte aus, wenn sie angeschnitten ist. Und es geht sehr schnell mit unserer Brandteigmasse. Und lassen Sie sich dazu zu unserem Brandteig, zu unserer Knusperbiene, alles, was wir dazu verwendet haben, von unserem Lumara-Fachberater einfach beraten. Viel Spaß, tschüss und ade!